Hallo Freunde, wir sind zurück bei der lieben Nina, der NRWBoy18 hier, und ich begrüße euch zurück zu meinem Let's Play Geheimakte 3. Fraps ist wieder kuriert und lädt wieder ordentlich und ja, dementsprechend würde ich vorschlagen, schauen wir uns hier weiter um. Ich habe mir nach dem grausigen Ende, was wir hier im letzten Teil gefunden haben, nicht wirklich viel noch weiter umgeschaut. Ich weiß, hier unten waren wir. Wir waren hier oben. Wir waren auch schon genau hier oben drin. Da ist kein Tropfen mehr drin. Leerer Kanister. Achso, genau. Und den Hilfsstrommotor Dings draußen hatten wir auch schon angemacht. Das heißt, Moment, Tür, ne, warte mal. Gucken. Ich hätte mir vielleicht mal den letzten Teil noch angucken sollen. Scheiße. So, die Power ist on. Die Lights off. Das heißt, eine feuerfeste Metalltür. Wahrscheinlich hat man die Gemälde in diesen Raum gebracht, als das Feuer ausgebrochen ist. Ja, wahrscheinlich. Aber die Tür ist mit einem elektronischen Kartenschloss gesichert. Genau, das heißt, wir brauchen die Karte. Und ich gehe ganz einfach mal davon aus, dass die hier in diesem Büro zu finden ist. Diesem jeden welchen da. Es ist nur die Frage, ja, die Pflanze hatten wir. Moment, was hatten wir noch alles? Bücherregal, Schreibtisch, die Tür. Ach ja, die Schublade. In der Schublade befindet sich ein einfaches Schloss. Ein einfaches Schloss. Wieso betont sie das so? Okay, dann versuchen wir es mal. Nein, damit. Mit der Brille auch nicht. Mit dem Kanister auch nicht. Mit der Gießkanne. Mit der Gießkanne den. Nein, nicht reinstehen. Versucht sie es wenigstens. Scheint verschlossen zu sein. Naja. Moment mal, wieso? Das ist Brillengestell. Mir kommt jetzt die Idee, dass man sich daraus vielleicht ein Dietrich formen könnte. Ein verbogenes Brillengestell aus Metall. Nee, aber damit? Was ist, wenn die... Das Schloss habe ich im Handumdrehen geknackt. Na, es ist da jetzt ein Scherz. Es ist doch jetzt... Außer einer dünnen Metallkarte ist hier nichts Brauchbares zu finden. Ach ja. Als wenn ich es gewusst hätte. Auf der dünnen Metallkarte befindet sich ein Datenchip. Ja, gut, dann... Keine Ahnung, warum der Schreibtisch nicht so stark verbrannt... Ja, das hatten wir schon. Ah, oh, Freunde, es kann so einfach sein. Es kann echt so einfach sein. Aber die Rede ist von, es kann einfach sein. Und jetzt ist es logisch... runter. Runter. Die Karte mit der Tür. Natürlich. Geschafft. Der Weg ins Archiv ist frei. Hallo. Gehst du auch rein? Dieser Raum hat keine Fenster. In dieser Finsternis kann ich nichts erkennen. Oh nein, richtig, wir haben ja die Lampen aus... Aber Moment mal, die Tür ist doch jetzt offen. Das heißt, wir können hier rüber switchen. Die Beleuchtung funkt das Notstrom... Wissen wir. Notstromaggregat, jetzt habe ich den Namen. Bingo. Irgendwo hier muss Da Vincis Gemälde aufbewahrt werden. Schön. Wieso ist Nina immer ein bisschen schneller als das Bild? Die Kisten enthalten nichts Interessantes. Gewöhnliche Holzkisten. Voll mit Dingen, die ich nicht brauchen kann. Aha. Das... Nina, Holzkisten... Was? Lampe. Eine Lampe, wie nützlich. Ja, das finde ich auch. Aktenordner, Holzkisten. Tja, Tür zum Archiv. Da drin müssen sich hunderte oder gar tausende Ausstellungsstücke befinden. Die Suche nach der Madonna Benoit würde eine halbe Ewigkeit dauern. Es gibt sicher einen einfacheren Weg. Rareren. Toll. Hier können all die Kunstwerke sicher gelagert werden. Und unter den Gemälden befindet sich hoffentlich auch die Madonna Benoit. Ganz toll. Naja, okay, gehen wir hier mal weiter gucken. Röntgengerät? Ach, herrje. Das ist ein sehr berühmtes Bild hier.
Den Computer... Ach, der hat jetzt wahrscheinlich keinen Strom, ne? Der Computer fährt nicht hoch. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Steckdosen keinen Strom haben. Oh, nö. Ohne Strom tut sich da nichts. Ach. Ein Röntgengerät, das zum Durchleuchten von Ausstellungsstücken eingesetzt wird. Damit kann man unter anderem auch die Echtheit der Exponate überprüfen. Steckdose. Ich bin doch kein Phasenprüfer. Ach, war auch nicht gemeint, du. Eine ganz normale Steckdose. Was ist, wenn wir die Schreibtischlampe da reinstecken? Ich steck das Kabel mal ein. Leider ist kein Saft auf der Steckdose und so bleibt die Lampe aus. Aber wenn ich jetzt rausgehe und die Sicherung wieder wechsle, dann geht das Licht zwar aus, aber auf den Steckdosen ist Strom und wir haben Licht. Naja, das war jetzt nicht so schwer. Die Steckdosen, das nur... Nina, ich weiß nicht, ob die Frau es begreift, dass wenn... Dass sie es jedes Mal wieder von Neuem erzählt, so als wenn es das erste Mal gewesen wäre. So. Computer on. Meine Güte, der bootet aber schnell. Allerdings. Gucken. Was? Palace of Fine Arts. Archivsuche. Um ein bestimmtes Werk zu suchen, geben Sie bitte den Künstler, den Titel und das Jahr an. Ach du Scheiße. Nach welchem Künstler soll ich suchen? Frank Marc, Leonardo da Vinci, Jan Vermeer von Delft. Okay, wir müssen nach Leonardo da Vinci suchen, aber... Nach welchem Gemälde soll ich suchen? Welches Entstehungsjahr soll ich auswählen? Kein Treffer. Oh, schade. Offenbar habe ich bei den Eingaben was falsch gemacht. Och Mann, schade. Ach, schade. Nach welchem Künstler soll ich suchen? Leonardo da Vinci, das ist klar. Nach welchem Gemälde soll ich suchen? Madonna. Und welches das Jahr war Entstehungsjahr soll ich auswählen? 77. Hallo? Ja, ich weiß jetzt, wo die Madonna Benoit aufbewahrt wird. Dann will ich sie mal holen. Bitte. Ist meine Güte, da drin kann man sich ja heillos verlaufen. Aber ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Bin gespannt, was für ein Geheimnis das Gemälde birgt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gerade im Hintergrund nicht gehört. Ich bin nämlich auf dem anderen Rechner gerade Saints Row the Third am Rendern die Bonusteile. Das war gerade der Hinweis, dass einer meiner Teile fertig ist. Ich gehe jetzt hier noch schnell auf Fertigstellen und dann... Moment. Ja, Freunde, so ist das, wenn man live drauf ist. Man muss überall mit seinen Händen sein. So, das war jetzt Teil 19, der gerade gesprochen hat. Jetzt kommt Teil 20. So, jetzt sind wir wieder bei Nina. So, und das Röntgengerät sollte uns jetzt wohl, glaube ich, helfen, das Gemälde zu durchleuchten. Natürlich. Anderson hat das Gemälde durchleuchtet und dabei Da Vincis Geheimnis gelüftet. So schwer kann das eigentlich nicht sein. Ich versuch's mal. Sag ich doch. Jetzt das Röntgengerät einschalten, Nina. Fein. Matrix. Was ist das denn? Was passiert hier? Oh, spooky. Matrix, ach hey. Hä? Mein Freund, ihr wünscht mich zu sprechen? Mein König. Verneigt euch nicht, Archimedes. Da? Mag meine Macht auch groß sein. Mein Name ist irgendwann vergessen. Deiner hingegen wird die Zeit überdauern. Euer Bote sagte mir, dass ihr eine außerordentliche Entdeckung gemacht habt. In der Tat. Schaut her. Was seht ihr? Einen... Kreis? Wer ein Rad beschlägt, muss den Umfang des Rades kennen. Wer eine Säule mit einem Kranz schmücken will, muss wissen, wie groß der Umfang dieser Säule ist. All dies lässt sich nur mit Hilfe der Kreiszahl bestimmen, die allerdings seit jeher nur auf Schätzungen beruht. Niemand wusste, wie man sie genauer berechnen kann. Ihr habt die Formel gefunden? Großartig! Unsere Baumeister werden es euch danken. Verzeiht, mein König, aber hier geht es um weit mehr als den praktischen Nutzen für das Handwerk. Diese Formel birgt die Ewigkeit. Ihr sprecht in Rätseln. Die Kreiszahl ist schwer fassbar. Sie besteht aus mehr Ziffern, als ihr Sterne am Himmel seht. Sie bis auf die letzte Stelle zu berechnen, bedarf viel Zeit.
Der Kreis ist das Symbol der Vollkommenheit. Wer die Kreiszahl bis auf ihre letzte Ziffer kennt, dem erschließt sich das Geheimnis dieser Welt. Entschlüsseln wir diese Zahl, so blicken wir in das Antlitz der Götter. Ihr wart mir stets ein treuer Freund. Und ihr wisst, dass ich eurem Urteil vertraue. Wenn ihr einen Gehilfen für die Berechnung braucht, so genügt ein Wort. Nicht einen, mein König. Die Berechnung dieser Zahl wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Bau der Pyramiden. Wir brauchen Tausende. Hm? Okay, das war wohl wieder so ein spooky Hinweis. Mein Gott, diese Visionen werden immer merkwürdiger. Hatte Archimedes recht? Verbirgt sich hinter Pi ein Geheimnis? Nina Kalenko? Anderson? Nein, der ist genauso verschwunden wie dein Verlobter. Max, was ist mit ihm passiert? Dasselbe, was mit dir passiert wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Hast du nicht gemerkt, dass du überwacht wirst? Überwacht? Von wem? Erkläre ich später. Komm sofort zu mir. Wo finde ich sie? Hallo? Sind Sie noch da? Anscheinend nicht. Ey, das Spiel wird immer abgedrehter. Wo kam denn jetzt bitte die Stimme her? Und dass wir überwacht werden, das wusste ich schon lange. Okay, ich denke mal, das ist jetzt einleuchtend. Mit meinem Mobiltelefon kann ich solche QR-Codes einlesen. Oh. QR. Mit meinem Mobiltelefon. Cassandra. Alcatraz? Cassandra? Der Name stand doch auch in der E-Mail, die Max von diesem Restaurator erhalten hat. Wenn ich mich recht erinnere, ist Cassandra eine tragische Figur aus der griechischen Mythologie, die jedes Unheil vorhersah, aber bei niemandem Gehör fand. Nicht gerade ein gutes Omen, aber das ist meine einzige Spur. Oh nein, Alcatraz. Wer kennt Alcatraz nicht? Ach, Verbindung verloren? Schau, schau. Schärfste Gefängnis der Welt. Ach, herrje. Endlich. Okay, ich entriegle die... Verdammt! Hallo? Was ist... Die haben mein System gehackt und übernehmen die Kontrolle. Sorry, melde mich gleich wieder. Halt, warten Sie! Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Verdammt! Ins System gehackt? Übernehmen die Kontrolle? Worüber denn? Ich muss Cassandra finden. Ist doch jetzt nicht wahr. Wofür brauchen wir diese Schlüsselkarte? Und den, okay, Bolzenschneider kam immer gebrochen, aber die Schlüsselkarte. Und das hier, Ausgang, da der Spalt. Fest verschlossen. Als wenn sie die Klinke in die Hand genommen hätte. Das ist so schlampig. Das muss man sagen. Bei The Westerner 2, das hat auch ein User geschrieben, ich weiß jetzt nicht, wer es war, das, wo Fenimore Fillmore die Maske gefällt hat und in zwei Teile, naja, getrennt hat. Das war richtig geil animiert. Und da hat er dann geschrieben, man stelle sich Nina vor, die dann einfach nur blind davor steht, einmal die Hand ausstreckt und die Masken werden in zwei Teile. Und das ist genauso wieder, weil sie steht nur davor, bewegt noch nicht mal den Mund und weder die Hand und sagt, es ist also so geil wie Geheimakte 3 hier auch ist, aber, oder generell die Geheimakte-Reihe, das ist wirklich ziemlich schlampig. Schuhkarton. Der Kleiderbügel sieht brauchbar aus. Ich nehme ihn mal mit. Schuhkarton. Bei Ausbruchsversuchen benutzte Hilfsmittel. 1948 entwendete ein Gefangener diesen metallischen Kleiderbügel aus der Wäscherei und benutzte ihn als Werkzeug zum Graben. Nach 5 Jahren Schwerstarbeit wurde sein Fluchtversuch jedoch entdeckt und vereitelt. Och, schade. Okay. Also, wir müssen uns rausgraben. Was? Lautsprecher. Jemand hat die Übertragung gestört. Seitdem sind die Lautsprecher stumm. Aha, aber wo sind die Kameras? Cassandra muss hier irgendwo in der Nähe sein. Oh, wissen wir. Die Zellentüren kann ich nicht öffnen. Offene Zelle, dann nimm die offene. Gemütlich geht anders. Allerdings. Regal? Den Becher nehme ich mit. Die Schachfiguren lasse ich aber lieber hier. Auf dem Regal stehen jede Menge Schnitzereien. Da hatte jemand offenbar lebenslänglich Zeit. Texttafel. Sieh an. Das ist also gar kein Speckstein. Und auch kein Alabaster. Das ist ein Pferdeapfel.
Ein Becher aus Speckstein. Das ist kein Speckstein, hast du gerade selber festgestellt. Ich nehme so viele mit, wie ich tragen kann. Falls ich tatsächlich noch mehr brauchen sollte, kann ich ja noch welche holen. Das sind jetzt bitte wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, also locker 25 bis 28 Ziegelsteine, Freunde. Wer von euch kann 28 Ziegelsteine zugleich tragen und gleichzeitig... was? Nein! Und gleichzeitig so aussehen. Ich habe jetzt hier aus Versehen auf das Bett geklickt. Entschuldigt! Sehr interessant. Loch. Laut dieser Tafel waren Ausbruchsversuche sinnlos. Es gibt zwar keine Haie in der Bucht, aber eiskaltes Wasser. Deswegen war Alcatraz das einzige Gefängnis mit Warmwasserduschen. So konnten sich die Insassen nicht abhärten. Auch nicht schlecht. Eine geile Idee. Hier fehlen ein paar Steine in der Mauer. Hier geht's leider nicht in die Freiheit. Das ist alles, aber irgendwas müssen wir doch mit dem Loch machen können. Toilette. Ich verkneif's mir lieber, bis ich eine saubere Toilette finde. Da, warum hätte man ihr jetzt nicht bewegende Lippen spendieren können? Wenn Meister Glanz das sehen würde. Ach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dahinter ein Fluchttunnel verbirgt. Ein Poster von Rita Hayworth. Tja, ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und sehen uns dann gleich mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.